Juhu, willkommen zurück zu Torchlife 2. Ich werde kurz... Oh, wir haben bessere Schilder. Kann das sein? Ein bisschen besser. Ich denke mal, ich schreibe mir mal in den Kommentare, ob ich das sagen auf Screen machen soll oder on Screen. Ja, komm. Der natürlich ist der besser. Den legen wir auf jeden Fall an. Entschuldigung. Abgesehen davon, dass es dieselben sind. Nur dass der quasi schlechter ist. Den und der. Und der ist weg. Bringt mir nichts, bringt mir nichts. Ansonsten mache ich das immer zwischen den Parts einkaufen und Zeug anlegen. Seht ihr halt nicht, was ich mache, aber... Oh. Warum ist das besser? Fordert aber... Ach ja, Vitalität. Ja, und den Schuss. Euer Begleiter ist fortgegangen. So, wir gehen jetzt hier hoch. Das vergeht halt immer, es ist immer so eine Minute Zeit, die vergeht. So, wir gehen jetzt hier hoch und töten alles, alles klar. What have you done today, nach dem Motto. Hier liegt noch Gold vom letzten Mal. Ach, hier ist die Treppe. Okay, siehst du. Gut zu wissen. Dann gehen wir jetzt in den anderen Gang. Die Treppe. Eine Treppe, sie alle zu knechten. Sie zu benutzen. Die Stufen. So, dann gehen wir wieder an diesen Typen vorbei. Der mir was bringt. Ach, der kann Stuff verzaubern. Whatever. Keine Ahnung, was es bringt. Teste ich danach mal. Oder so. Aber das zeigt euch besser? Ich weiß es nicht. Stirbt mal. Ich habe nicht genug Mana. Weil mir das Spiel mir keinen Schaden macht, obwohl ich gerade nur... Ich würde gerne mal stricken, wo da steht sowas wie generiert x Mana pro Sekunde. Solche Items würde ich gerne mal finden und anlegen. Geld! Oh, wieder die Wende im Gegner. Warum sind die eigentlich böse? Die sehen so flauschig aus oder sowas in der Art. Etwas nicht so böse. Aber die können sogar Waffen tragen. Ja, das zeugt doch schon was. Und die haben schöne, gut klingende Namen wie Schild. Tache, Schild oder Todesbringer. Das sind doch wohlklingende Namen. Wer will mit euch nicht befreundet sein? Na komm. Ja. Stirb, please. Danke. Und weiter geht's. So, verzaubern wir irgendein Item von uns. Irgendwie kann man das Schild, was bei uns gerade rumliegt. Einmal so zu testen, um was passiert. Umso mehr Geld wir geben, denn hier zum Beispiel. Wie haben wir irgendwie Zeit bekommen? Hier das Schild. Verzauber das mal. Was bringt das jetzt und jetzt? Verzaubert er das? Ach ne, ich muss es hier reinziehen. Das Glück ist mit euch. Ja, und jetzt? Darf ich das Schild wieder, oder wie ist das? Okay. Es ist jetzt besser geworden? Ich glaube schon. Ihr habt Glück. Einfach nur, weil Verzauber ist, nehme ich jetzt. Ja, komm, restliche Beziehungsrolle. Und der Ring ist Überraschung, Überraschung. Besser als der Eisring. Egal. Pat. Trag mein Zeug. Sei für was gut. Das ist kein meiner Punkte. Und. Nice. Gesundheitswiederherstellung ist immer gut.
So, was auch immer es gemacht hat. Ja, und tschüss. Euer Begleiter ist fortgegangen. Ich brauche ewig aus dem Dungeon raus. Okay, auf geht's. Mein, wie er durch die ganzen Monster durchkommen, würde mich mal interessieren. So, ich bin ein kleines Tier, tötet mich nicht, ich gehe doch kurz einkaufen. Und wenn ein Händler dann so... Er schaut ihn so lange an, bis er den Preis sagt, den er für die Items haben will. So, auf geht's. Ich schaue gar nicht mal, welches Level wir sind. Aber wir sind ja schon, glaube ich, Level 11 oder sowas nach. Wie war das Level 11? Charakter. Stufe 10. Naja, fast Level 11. Ich glaube, nur 3-4 Viecher killen. Und dann haben wir es. Und dann können wir mal der nächste vorbeischauen und sagen: Jo, da kommt einer und will böse Dinge mit dir machen. Hi. Komm, wir können da über alles reden, ne? Wir können doch über alles reden. Ihr seid fachkundiger geworden. Yay, Moment. Wait for it, sage ich nur. So, wir werden dann die Säulen freischalten irgendwann, wollte ich nur was sagen, ne? Die kann ich nicht mehr machen, deswegen machen wir jetzt. Erstmal das und als nächstes das hier. Weil wir machen quasi immer Elementarschaden mit den Plasmatrissen, deswegen soll das quasi kein Problem sein. Problematisch ist es nur mit dem Mana, dass mir der fast ein bisschen ausgeht. Schaden machen wir schon, denke ich mal. So, habe ich so ein Gefühl. Ja. Wie eine Pistole trägt, ist mir auch in Frage. Ist doch schön. Was ist mit dem Kleider? Ist ja gerade die Monster durchgerannt, ist auch gut. Ich habe wenig Mana. Ey, lass mein Pet in Ruhe. Ich habe nicht genug Mana. Shut up and take my Mana. Ich habe wenig Mana. Leute, wir können auch über alles reden. Weißt du, ihr müsst mich nur mal kurz durchlassen, dann rede ich mit der Tante, sagt ihr so, dass da Dinge los sind. Und dann... lasst ihr mich einfach mal durch. Und, oder ihr geht einfach drauf. Stirb, du großes Riesenvieh. Das war tolles Deutsch. ich habe keine Items getroppt. Oh, ich rede schon über die Slang-Sprache hier so. Keine Ahnung. Ich habe nicht genug Mana. Bam, bam, bam. Ich mache dich mit meinem Stab kaputt. Bitch. Immerhin kann man ja nur einen Weg lang gehen. Das ist gut. Bin ich verlaufen. Nicht genug Mana. Nicht genug Mana. Ja. Geh kaputt. Ich habe nicht genug Mana. Ja. Und jetzt geht's hier lang. Okay. Gold, Ton, Leichenschändung. Und so. Ja. Ich würde gerne diesen Superzauber mir noch holen. Wenn ich dann Level 14 oder so bin. Den Zauber, den zweiten Säulenzauber. Ja, bitte sterb da mal kurz. Geh weg, du scheiß Drecksvieh. Geheimnisvolle Bruchbauchrüstung. Whatever. Leute, bitte. Du hast übrigens wenig Mana, hab ich schon gesagt, dass du mir wieder Mana hast. Trotzdem schieße ich die Truhen mit meinen Zaubersprüchen auf, weil das schneller geht und so, ja. Das ist ganz toll. Okay, dann haben wir ja alles. Nein, hinten geht's noch lang. Ich denke mal, das wird auch noch so kurz ein Seitenweg sein mit ganz vielen Viechern.
die ich töten muss. Und diese schönen, realistischen Blutflecken auf dem Boden. Ach, sieht das jetzt nicht toll aus. Wie sie instant wieder verschwinden, ne? Dam, 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 dam. Okay, es war jetzt keine Pokémon-Musik. Nein, war es nicht. It's a trap! Bam. Stirb. Stirb! Oh, da sind noch Viecher. Das wäre echt nett, wenn er einfach geht. Danke. Ach komm schon, lass mich einfach durch. Ich habe wenig Mana. Ah, okay, das kaputt, das kaputt. Das kaputt, das kaputt, das kaputt, das kaputt. Da ist gerade gehangen, es tut mir leid. Cool, dass ich das Vieh damit fast gekillt habe. Aua, ich bekomme Schaden. Ich habe wenig Mana. Hör auf, mein Pet anzuzünden, ne? Hi, darf ich was trinken? Nein, doch nicht. Oh, da geht's da. Oh, ist das eine Bosshöhle? Ich habe wenig Mana. Du hast wenig Mana. Hast du schon gesagt, dass du wenig Mana hast? Ich glaube, du hast nicht gesagt, dass du wenig Mana hast. Ist das so? Ich glaube schon. Oh, hör auf. Wir müssen doch ein Level ab. Also, der will aber auch nicht sterben hier. So, ich glaube, das ist ein Bossraum da hinten, ne? Stirb, please. Ah, da ist auch noch einer. Bevor ich in den Bossraum will, will ich echt noch ein Level abbekommen. Komm, ich mach mein Pet alleine fertig, es sollte bewusst sein. Okay. Liegt einfach nur super viel Geld rum. Ich weiß noch, wie ich im allerersten Part halb pleite war. Ja. Oh, hätte auch aus dem gehen können. Ja, mit Level Up ist wohl doch nichts, ne? Naja, brauche ich noch ein bisschen. Oh, Ruhm. Was bringt mir eigentlich, was Ruhm bringt? Keine Ahnung. Wann bekomme ich ein... Das wollte ich jetzt nicht, aber ist okay. Ich würde nämlich als nächstes gerne diesen Zauber wann ab Level 21 braucht man da. Okay, es dauert noch ein bisschen. Dann, bevor ich jetzt reinrenne, gehe ich nochmal kurz Inventar durch. Das ist irgendeine Pistole. Das ist auch was wir nicht brauchen. Das ist nicht so toll. Ein Handschuh, der aber keine Gesundheitswiederherstellung bringt. Nax, die will ich benutzen werden. Ein Bogen, den ich benutzen werden. Die Robe werden wir auch nicht benutzen, weil die uns nicht extra Behandlungspunkte gibt. Die Hose gibt uns auch keine Lebenswiederherstellung. Läuft! Was kann ich nicht tragen, weil ich erst Stufe 17 oder Fokus 25... 52 Fokus! Da brauche ich aber noch ein bisschen, ne? Ja, brauche ich noch 3-4 Levels ab. Oder Stufe 17. Ja, die behalten wir. Und ich hatte gerade auch bitte Danke. Oh. Ich glaube, das nehme ich. Welches Item ist das hier? Ja. Das sieht immer total anders aus. Und das bringt mir einen seltenen Ring und einen verzauberten Ring. Hm. Das Schild habe ich mir rückgehalten, weil es verzaubert war. Ja, ich behalte es erstmal. So, geh einkaufen. Euer Begleiter ist fortgegangen. Puh, mentale Vorbereitung auf den Scheiß, der jetzt kommen wird. Das sieht nämlich aus wie Bossraum. Auf in den Bossraum! Ist aber kein Bossraum, okay. Eine Wache hat es bisher geschafft, ist aber schön. Okay, ist doch Bossraum, weil es hier nur in diesen Dings da geht. Wow. Ups, bin ich jetzt einfach reingegangen. Ups. Ja. Yeah. Ey, du stehst da sowas von auf. Hallo.
Hi. Angst. Ach da, ich muss einfach zu dir hingehen. Ach komm, fick dich doch. Fick dich doch. Du und deine scheiß Brut. Ich würde einfach nur der Typen der Hand hintergehen und sagen, ich kann da nicht immer hingehen. Was ist denn los? Nein! Scheiße! Warum bin ich noch nicht Level 21 und ich die Säulen habe? Ich will nicht! Das nervt doch super! So! Stirb! Du und deine scheiß Viecher. Ich hoffe, die respawnen nicht, das wäre echt scheiße. Oh, da hätte ich wieder schon dahinter. Oh Gott. Ja, ich habe Akkubalken. Ich glaube, ich werde gleich mal ausnutzen, ne? Komm schon, stirb! Stirb, 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 stirb. Okay, ich habe keine Mana mehr. Aber ja, komm, Schaden macht es schön, Herr Gold. Das ist doch schön! Halt den ab! Oh Gott, da kommen noch mehr Viecher raus. Ja, wenigstens sterben, auch gut. Komm schon, ihr scheiß Viecher. Ich will ein Level ab. Und mehr Geld. Oder überhaupt Geld. Oh Gott. Hör auf, den Dungeon kaputt zu machen. Den brauche ich noch. Ich bewege mich hier drinnen fort, weil ich das nicht mitbekommen hast. Stirb, 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 stirb. Deine Mutter hat gerade eine Quest abgeschlossen. Fall schneller um. So. Ah, kein Wunder, dass die Soldaten das nicht geschafft haben. Ich werde zu dir dahin gehen. Und der sagen, ach, jetzt ist hier was da, okay. Das ist spontan drüber gewachsen wahrscheinlich. Oh, eine Boss-Truhe. Ernsthaft, das ist alles. Nein, ich habe nicht mal ein Level up für den scheiß Boss bekommen. Was soll denn das? Ja, ich quatsch gleich mit dem Wasserhand unten. Die mir dann sagt, oh, du kommst zu spät, aber danke, dass ich gekillt habe. Das sind alle meine Leute. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich bin froh, dass ihr da seid. Wir kamen dazu, als der Alchemist die Wächterin überwältigte, aber es ging alles zu schnell. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Der Alchemist war gerade fort, da kamen Grell und seine Horde. Seit Jahren hatten sie versucht, hier einzudringen und Beute zu machen. Der Angriff des Alchemisten bot ihnen die erhoffte Gelegenheit. Ja. Ich glaube, Grell waren diese Viecher, oder? Den Suchenden nach einem Heilmittel gegen den Pisthauch des Hutsteins hat den Alchemisten an den Rand des Wahnsinns gebracht. Er hat mir Energie entzogen, um Ordraks Herz zu stärken, das durch die Zerstörung von Totschalt geschwächt war. Mit der Kraft der Wächter könnte Ordraks Herz allen Hutstein vernichten. Vielleicht spricht er sich davon ein. Ich hoffe, das hat man gerade verstanden. Ich habe es jedenfalls gerade schwer verstanden. Jedes Mal, wenn er uns Energie entzieht, wird Ordraks Herz stärker und eher gefährlicher. Kehrt mit Kommandeurin Vale zur Enklave der Esterianer zurück und plant euren nächsten Zug. Ja. Seid ihr denn bereit, loszuziehen? Ich denke, die Wächterin des Wassers ist in Sicherheit. Sie kann sich jetzt erholen und muss sich nicht länger mit einer Horde Bärenmenschen herumschlagen. Da steht was anderes. Eine Horde Bärenmenschen. Was? Google Translate wäre besser gewesen. Der Alchemist ist mächtig und zielstrebig. Diese Eigenschaften waren immer seine größten Stärken. Und sie machen ihn zu einem schwierigen Gegner. Sollte er die Energie weiterer Wächter rauben, würde er nahezu unbesiegbar. Ich wette genau, das macht er. Wir können ihn trotzdem besiegen. Okay. Wow.
Was hatten die mitten in der Stadt? Ja, genau. Genau so war das geplant. Haben wir gar nicht noch unnötige Items? Ja. Ja, haben wir. Oh. Scheiß auf Mana, seriously. Eine geheimnisvolle Rose. Geiler kann die gar nicht sein. Nicht wirklich. Woher? Fidelität. Merke. Hordenhelm. Ich glaube, das bringt mir gar nichts. Verknüppeleisig. Ist aber zwei Hände. Fechtrock. Auch ein Zweihänder. Schuhe, die meine Goldmenge nicht erhöhen. Irgendeine Axt, die ich nicht benutzen werde. Und den machen wir jetzt mal rein, Ende. So, du gibst mir erstmal over 9000 Mana-Tränke und Heileinträge. Vor allem gibst du mir einen großen Mana-Trank. Und ganz viele kann ich einfach. Ach, kann ich jetzt nicht. Muss ich die echt alle einzeln kaufen? Muss ich die echt alle einzeln kaufen? Ach, brauchen wir alles nicht, finden wir so. Puh. Ach so, ja, warte mal kurz. Geh das mal verkaufen. Ah, warte mal, Moment. Ich stehe zu Diensten. Hier. Gut, dass ihr es geschafft habt. Ja, finde ich auch. Oh, toll, mehr sagst du nicht. Gute Arbeit, Kommandeurin. Walla hat nichts dagegen, wenn ich euch für eure Dienste am Imperium belohne. Was? Ich will aber eine Demokratie, aber egal. Nehmt das hier, mein Kettgebler, irgendwas halt, ne? Was ist denn am coolsten für uns? Ich glaube das hier. Hier. Und als nächstes muss ich mit den Typen sprechen, gar nicht. Anscheinend hat sich die Lage verschlimmert, während wir am Urquell waren. Was es auch ist, das die Esterianer krank macht. Es breitet sich aus und hat auf das Gebiet nördlich von hier übergegriffen. Dorthin wollte der Großregent. Falls er den Wachtwald-Tempel schon erreicht hat, wird er zur Vorsicht die Tore versiegelt haben. Was bedeuten könnte, dass der ganze Tempel sich gerade in ein großes Seuchengebiet verwandelt. Jo, ich würde die Hosen haben. Kann ich nicht anlegen, aber... pick mir irgendwas, Mana extra. Hm, der kommt bekannt vor. Nein. Ich nehme die Hosen. Diese Seuche scheint besonders Wesen zu befallen, die von Natur aus magische Fähigkeiten besitzen, wie die Esterianer und Wächter. Menschen wurden bisher nicht angesteckt. Also habe ich medizinische Güter angefordert und werde mich um die medizinische Versorgung hier kümmern. Ihr macht euch unterdessen auf zum Wachtwald-Tempel. Geht über den Krähenpass in die Raureifhügel. Versucht, den Großregenten einzuholen, bevor er den Tempel betritt. Ist das so? Cool. Ihr habt eine Quest bekommen. Ich habe ein Level abbekommen, weil ich die Quest abgeschlossen habe. Seriously, Game. Yeah, jetzt bin ich Level 12. Hey, ich kann kaum neue Zauber holen. Okay, dann elementare Abschwörung. Ich wollte das googeln, was das heißt, aber ich glaube, das meinte der hier damit. Blessing Board. Achso, das meinte die wahrscheinlich das hier noch. Ah, okay, das gehen wir als nächstes hoch, wenn wir nichts anderes können. Gut, dass ihr es geschafft habt. Was? Was habt ihr hier zu suchen? Toll, ihr habt diese Sache, habt ihr Kommentar an da rausbekommen habt. Ja. Ich angehe nochmal kurz. Ich brauche mal kurz ein bisschen Spannung hier, weil dieses Spiel. Ja, halt nicht. Ausrüstung. Braucht ihr etwas? Denke ich, werde erst im nächsten Part den Quest weitermachen.
Ach ja, ich habe die Hosen bekommen, die ich nicht tragen kann, kann sein. Aber ich habe jetzt diese übelst krasse Stopfweste. So, give me some sense. So Diensten. Nicht ganz, aber okay. Hast du einen coolen Zauberstab? Nein. Nein. Du hast eigentlich quasi nichts, was ich brauche, kann das sein? Oder du hast was. Nee, hast du irgendwas, das Mana-Räder gibt? Nein, nein. Nein. Oh. Oh. Okay, du hast es, das Mana wieder gibt. Nein, 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 nein. Ja, aber woran scheitert's? Stufe 13, da bin ich ja im nächsten Level. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, Fragezeichen. Warum auch mal seine Blockchance da steht? Egal. Nein, keine meiner Generation. Auch nicht, auch nicht. Nein, das heißt, wir ziehen erstmal diese Weste an. Habe ich zwar gerade erst bekommen, aber es gibt mir auch Mana und das gibt mir. Das ist auch eine bessere Hose. Also kann ich nicht tragen. Hier meine Items, die ich irgendwann anziehe. Nee, die doch nicht. Die, es gibt mir keine Mana-Herstellung. Die gibt mir Mana-Herstellung. Das Schild gibt mir auch keine Mana-Herstellung. Ist aber auch schlechter. Das verkaufe ich gleich noch. Und das hier gibt mir. Gibt mir aber keine Gesundheit in der Herstellung. Deswegen verkaufe ich die vier Dinge und die leg ich an, wenn ich kann. So, machen wir's. Willkommen! Willkommen! Alles verkaufen, Bitch. So, hier hat er nichts. Das heißt, wir verprassen jetzt noch ein bisschen Geld für Tränke. Kennen wir uns? Ja. Hey, ich bin's! John oder Michael oder Lever oder Luna, wie ich den Charakter hier genannt habe. Was war's? Giftresistenz, ach komm. Kann man das nicht irgendwie leichter kaufen? Das nervt nämlich, dass ich alle einfach überziehen muss. Und. Und Hexe lesen hilft, by the way. So viel Gold habe ich nicht. Zu teuer für mich. Okay. So, wir haben es geklärt, ne? Yay! Ganz viele Tränke. Ah, jetzt kommen wir hinten lang, alles klar. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Dafür, dass wir erstmal so überzogen haben, auch mit dieser Fähre. Ein paar Minuten eher Schluss. Leute, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.